Die Basentherapie setzt dort an, wo der Krebskranke die größte Korrektur bedarf. Sie setzt an der Grundversäuerung im System an. Und die Grundversäuerung wird durch den Faktor Stress, Diagnoseschock, OP, Narkose, Chemostrahlen, Antihormone, Antikörper noch mehr verstärkt. Eine Krebserkrankung braucht als Promotorwirkung eine Grundversäuerung und eine Entzündungsbereitschaft. Und über die Versäuerung wird die Entzündungsbereitschaft angeschoben und die Entzündungsbereitschaft verschleißt das Immunsystem. Und auf dieser Entwicklungsebene kann eine chronische Erkrankung erst etabliert werden und Krebs ist im Kern eine chronische Erkrankung. Der Körper hat zwar Korrekturmöglichkeiten über Puffersysteme, allerdings sind die schnell erschöpft und deshalb brauchen wir in jedem Fall ein Basenpräparat. Wir brauchen eine basenüberschüssige Ernährung, wir brauchen genügend und das richtige Trinken und wir brauchen eine entsprechend ausreichende Bewegung und eine gute Verdauung. Man kann auch sagen, je jünger der Mensch, umso besser kann er diese Säurevorlast alleine noch einigermaßen kompensieren. Je älter, je krankheitsanfälliger, je mehr von säurestarken Therapien wie Chemostrahlen, Antihormone, Antikörper eben beeinflusst, umso mehr ist dieser Mensch nicht mehr in der Lage, alleine diese Säurevorlast in den Griff zu bekommen. Die Nahrungsergänzung mit Antioxidantien schafft eine zusätzliche Chance, aus der Versäuerung und aus der Entzündungsbereitschaft besser herauszukommen. Das heißt, sie fängt ja dann auch sehr viele Radikale für sich ab und dann wird die Arbeit über die anderen beiden Positionen erleichtert. Meine Erfahrungen aus der Meyer-Arztmedizin, das ist eben diese konstitutionsbetonte Ernährung, die dann von einer pauschalen Empfehlung etwas abweicht. Grundsätzlich ist jede hochwertige, vollwertige Ernährung natürlich einer minderwertigen vorzuziehen, aber der Königsweg ist dann immer noch eine konstitutionsbedingte Ernährung. Jede Ernährungsumstellung auf einem konstitutionell passenden Niveau, hochwertig, vollwertig, leicht verdaulich, individuell passend, ist Therapie par excellence. Nach Hippokrates, lasst eure Nahrungsmittel Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen Nahrungsmittel sein.